Willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot.eu, hier zu dem Testbericht bzw. zu dem Erstellen von CAD-Daten, um diese dann später auszudrucken auf dem 3D-Drucker. Es geht hier darum, einen fast 24 Kilogramm schweren Jet, eine T33 Shooting Star von Marijn Pennings aus dem Hause Scalejets, Scale-Reifen zu erarbeiten, welche auch tatsächlich in das Fahrwerk eingebaut werden können und genutzt werden. Dazu ist folgende Form, hat sich herauskristallisiert. Es ist ein Korpus, ein Torsionskörper, der quasi durchlöchert ist. Von den Seiten so gesehen. Wir können auch einen Schnitt mal dadurch machen. Uns die Sache mal anschauen. Ihr seht, das ist ein T-Träger mit einer Nut oben drin, hier abgeflacht und zu einem Torsionskörper geformt. Hier den Schnitt dadurch, durch das Element. So. Da seht ihr die Form ziemlich genau. Okay. Dazu wurde dann die Lauffläche gemäß des Originalfotos übertragen und entsprechend darüber gelegt. Ich zeige euch auch nochmal den Schnitt dazu. Ohne den Hauptkörper, also ohne den. Hier schmiegt sich dieses Element drum. Natura wird dann hier zwei Seiten innen drin aufgeschnitten, damit man das über den Hauptkörper, über den Torsionskörper bekommt. Der wird in einem sehr harten Plastik ausgedruckt und dies wird mit einem weichen Plastik ausgedruckt, sodass man tatsächlich auch die Laufspuren dort sieht. Und also auch das Laufverhalten hat. So sieht das jetzt insgesamt aus und natürlich kommt natürlich die Schrift noch oben drauf. So, da haben wir noch die Schrift und die trägt genauso auf wie beim Original. Auf beiden Seiten. Es fehlt jetzt hier unten noch der Stempel auf dieser Seite für für die Reifenkennnummer, die man quasi nach zur Identifizierung des Rades hat. Die stehen dann hier. Das wird noch drauf gemacht und dann ist das Ding fertig zum Drucken. Alles Weitere findet ihr bei Modellpilot.eu im internen Bereich. Das war für heute mal so ein Gruß. Und ich wünsche euch im neuen Jahr alles Gute in der neuen Saison. Verfolgt es weiter, was wir intern machen mit den Druckarien. Es ist wirklich nutzbar auch für uns als Modellbauer und wir werden demnächst auch ein Scale-Cockpit machen. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Ihr wisst ja, ich habe ja beruflich noch was anderes zu tun. Aber so, das habe ich jetzt einfach mal in meiner Freizeit so mal für uns gemacht, damit wir da wieder einen schönen Beitrag haben. Bis dahin, euer Stefan, bis gleich.